Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meinen Lego-Haus-Besuch. Das Lego-Haus ist übrigens in Billund in Dänemark. Und ich würde einfach mal loslegen. So, hier haben wir einmal das Lego-Haus-Set. Das kann ich schnell reviewen. Also ich finde an sich ist es ganz cool. Nur es ist halt ein bisschen nervig, diese Teile hier aufzubauen. Man kann einmal das Dach abnehmen. Dann haben wir im Innenraum den Baum, den großen und noch einen kleinen Busch. So, dann habe ich hier eine Lego VIP Minifigur und eine Custom Minifigur. Hier hinten habe ich noch was drauf gemacht. Ich habe die Karte genutzt und die Kanone als Sachen, weil ich sie einfach cool finde. Dann habe ich noch von der Minifigur Factory andere Teile, wie zum Beispiel dieses Eis-Oberteil, dann diese Piratenbeine, den Totenkopf und den Controller. So, dann kommen wir zum nächsten. Das ist diese New York Postkarte. Ich habe ein Problem bei dieser Brücke. Und zwar den Pfeiler. Da musste schnell der Satz her, weil ich den nicht mehr gefunden habe. Aber das, denke ich, ist okay. Zum Rest des Sets. Die Amerika-Flagge ist bedruckt. Und das Empire State Building, alle Fenster sind Sticker, genauso wie beim World Trade Center. Ich finde das Set cool, ich weiß nicht, ob es exklusiv ist, aber ich habe es bis jetzt nur im Legoland gesehen. So, dann kommen wir zur nächsten Sache, und zwar dem Pick-a-Brick-Becher. Da ist jetzt nicht alles drin. Ein paar Sachen habe ich schon verbaut, unter anderem in meinem Flughafen, den ich in einer anderen Folge vorstelle. Gut, fangen wir einfach mal mit den Teilen an. Ich habe mir einmal diese geholt, weil ich fand sie einfach cool. Dann habe ich mir noch zwei von diesen Raketenspitzen geholt. Vielleicht kann man die auch mal irgendwann gebrauchen. Dann habe ich hier noch so Fassadenfenster. Ich weiß auch nicht, wie ich die benutzen kann. Habe sie mitgenommen, weil sie cool aussahen. Und habe hier noch solche runden Kreisteile für ein Gefängnis. Ich will da draußen jetzt kein Gefängnis bauen, aber... So, dann habe ich noch diese kleinen Teile hier. Die kann man gut als Säule bei Miniaturbauten benutzen. Dann habe ich mir noch solche Teile mitgenommen, vielleicht um einen Mississippi-Dampfer zu bauen. Dann habe ich mir noch solche mitgenommen. Ich habe die halt das erste Mal gesehen und fand sie cool. Dann habe ich noch solche mitgenommen. Die können nützlich werden, um ein Minischiff zu bauen. Dann habe ich mir einfach als Lückenfüller, dass ich es effizient ausnutze, noch ganz viele von diesen grünen geholt. Habe ich mir noch davon geholt, die brauche ich auch sehr. Die habe ich auch in schwarz. Dann habe ich noch solche Kronleuchter. Die Flammen sind Extrateile. Ich kann die Flammen einmal abnehmen. So sieht der Kronleuchter aus. Natürlich habe ich die exakte Anzahl an Flammen genommen, die da reinpassen. Die kann man vielleicht ganz gut benutzen für so ein Luxushotel. Ja, dann habe ich mir noch solche mitgenommen. Einfach so, vielleicht passen die ja dazu. Grundsteine, die hier nicht mehr drin sind. Zum Beispiel solche weißen, die habe ich auch in schwarz mitgenommen. Dann habe ich mir noch so eine Kasse mitgenommen.
Ich denke, die ist auch sehr wichtig. Dann habe ich mir noch solche mitgenommen. Solche Zweier Grundsteine. Und ich habe dann noch einmal, ich wechsle zur anderen Seite rüber, die Lego House Six Bricks. Die würde ich aber jetzt nicht aufpacken, weil vielleicht sind die mal viel wert. Die kriegt man gratis, wenn man den Eintritt bezahlt hat. So, Pickle Brick Steine habe ich unter anderem für dieses Schiff verwendet. Man sieht es jetzt nicht ganz. Ich kann mal von vorne bis hinten durchgehen. Das ist jetzt hinten. Hier müsste ich eigentlich noch Rettungsboote hinbauen, aber bei so einem kleinen Platz habe ich halt keine Idee gefunden, dort eins hinzumachen. Da gucke ich mal nochmal nach, was ich da machen kann. Gut, hier haben wir die Vorderseite mit einer Art Eingangstor. Hier könnte man auch Türen hinmachen und natürlich da oben die Brücke. Dann zeige ich noch einmal den Schornstein. Ach übrigens, das Blaue ist ein Elfen Lego Cruise. Und hier habe ich noch mal den Schornstein. An jeder Seite ist ein L, auch für Lego Cruise. Und ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal. Ciao!